eure Fracht dort. Was ist das? BB-28. Das war Igors Einheit. Das war mit dir verbunden, als wir dich im Krater gefunden haben. Warum ist das hier? Weil es entsorgt werden soll. Central Nod wurde ausradiert, wie auch unser Hauptquartier. Weil dieses Teil nicht funktioniert hat, steht alles in Igors Protokoll. Aber es lebt noch. Es lässt sich nicht reparieren. Und ohne die Kapsel überlebt es nicht. Hab Mitleid, wenn du willst. Aber der Entschluss steht. Es muss weg. Der Direktor hat das abgesegnet. Ich habe eine Idee. So, kehre zum Verteilerzentrum von South Nod City zurück. Und vorsichtig bewegen. Okay, ducken können wir uns so. Wenn du dich geduckt und langsam fortbewegst, verursachen deine Schritte weniger Geräusche. Das heißt, sie gehen auf Geräusche. Aber dieses komische Teil hier oben, das macht ja auch voll Geräusche. Alter, sind alle verschwunden. Aber sehen können sie mich nicht, oder? Nach GD-Scans, wenn du mit dem BB verbunden bist, richtet sich ein Ohrdreck direkt auf das nächste GD innerhalb einer bestimmten Reichweite. Kannst du den Scan nach GDs, wenn du außer dem Schach. Aha. Die Luft anhalten. Wenn du dich in der Nähe eines GDs befindest, hältst du die Luft an. Kann dich GDs schwieriger entdecken, während du in Bewegung bist. Achso, ich kann hier auch laufen. Doch Vorsicht, von der Belastbarkeit
Was schafft es? Muss Sam tief Luft holen. Oh, come on! Nein, geh weg! Weg von mir, ich will aus dieser hässlichen Pfütze raus. Mein Baby bekommt knapp Schaden. Oh, genau. Jetzt kommt das Nächste hier schon wieder. Okay. Weiß ich, hab noch gar... Haltung ändern. Gleichgewicht halten. Nein. Stressniveau steigt. Alter, was soll ich machen? What the fuck passiert denn hier? Was zur Hölle? Wo kommt da dieser Wal? Was für ein hässliches Viech bist du? Ich will aus dieser ekligen schwarzen Masse raus. Lass mich in Ruhe. Alter Falter, mein Baby ist halb am Arsch. Will hier nur weg. Hier sind überall tote Fische. Alter, es verfolgt mich. Kann es hier hin? Wenn ich hier... Noch einigermaßen. So, schnell weg hier. Alter Falter! Ausgelöste Adrenalinschübel. Triffst du auf Gegner, löst du einen Adrenalinschub aus, der die Ausdauer schnell wiederherstellt. Deine Ausdauer fällt allerdings schnell, wenn der Schub abklingt. Lege also ein Pein und trinke aus deiner Feldflasche, um dich zu holen. Welche Feldflasche, Leute? Alter Falter! Da wird man einfach so reingeschmissen. Oh, Feldflasche nach links. Einen Moment. So, hier haben wir den Feld. Monster Energy trinken, okay. Hier können wir auswählen. Achso, das ist die Flasche, oder was? Monster Energy getrunken. Alter, ich trinke eigentlich gerade auch ein. Schleichwerbung. For the win. Nicht runterspringen. Ah, ich habe ja schon geliked, gell? Ich kann ein zweites Mal liken, weil ich das zweimal benutzt habe. So, ganz schnell weg von hier. Also ohne Leiche geht es so viel einfacher. Und halt natürlich auch noch bergab. Natürlich auch nochmal lockerer hier. Dann kann ich jetzt hier auch so ein bisschen hin und her. Und er verliert nicht das Gleichgewicht. Dann kommen wir mal bei... Ja, okay, dann gehen wir mal durchs Wasser. Auch wenn ich das nicht so geplant hatte. Alter, was war das gerade für ein Sprung? Autsch. Stressniveau steigt, ja, das war nicht so toll. Baby beruhigen. L1 nach unten. Beruhigen. Oh, mit dem Controller hin und her bewegen. Oh, wie süß. Wenn du Baby beruhigst, hört es auf zu weinen und sein Stressniveau sinkt. Wenn du den Controller sanft auf und ab bewegst, verstärkt das die Wirkung. Ah. Das dauert aber ewig. Schon einiges. Weil ich gehe jetzt auch so über die Zeit nochmal so einigermaßen weg. Wir sind jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich würde mal erstmal zurücklaufen. Ein bisschen nicht mehr hinfallen. Aber hier eigentlich. Meine ich irgendwo ein Käfer? Ich habe ein bisschen Blut verloren, haben wir auch.
Ich groß gar nichts hier, gell? Kein Käfer, keine Lieferung, keine verlorene Fracht. Wieso springt ihr da direkt rüber? Geht da voll ab. Das ist jetzt hier mein Ziel. Wieder hier hin. So, da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Das mit der Verbrennung war jetzt wohl hoffentlich schon erfolgreich, oder? Weil ja eben dieser Blackout war. Nicht, dass der den Ofen dann ausgeschalten hat. Dass es da doch noch Probleme gibt irgendwie. Aber wir rennen mal hier hin. Ja, das sind ganz schön viele Steine. So, muss ich dann wieder hinten zum Dreiecksgebäude. Ah, ne. Oh, ich muss woanders hin. Okay. So, Einwohner 42.000. 42. Und ich habe ja schon 2, 3 gesehen. Hier läuft keiner rum. Ich bin vorher auch so ein bisschen durch die Straßen mal gelaufen. Da war kein einziger Mensch. Das sollen 42.000 sein. Komm zurück zum Verteilerzentrum. Überprüf den Standort auf dem Kompass. Ich bin schon so gut wie da, sagt der Scherz. Kollege. Erstmal eine Runde duschen gehen. Unglaublich, dass es einer von euch geschafft hat. Wenn sich jemand mit Dooms mit einem BB verbindet, führen Gefühle und Erinnerungen zu Rückkopplungen wie bei einem Lautsprecher. Er verstärkt Ängste und Stress und könnte dich an einen Ort befördern, von dem du nicht zurückkehrst. Tut mir leid. Aber dieses BB hat zu viel abgekriegt. Die Entsorgung ist alternativlos. Sam, wasch dich und komm dann ins Präsidialbüro. Wir müssen reden. Bald kommt die Nacht, Vater hält.